Herzlich willkommen im ersten Rennen, Qualifying, zu Aserbaidschan. Mit dabei Arsch beißt an, ja. Merlin, Andi, Basti, Bissel, Christoph, Hallo. Ilu. Hallo. Hallo. Alle dabei. Ich habe die Strecke vorher nicht geübt, weil, ja. Weil er es kann. Ja, da ist einfach der Profi. Der große Preis von Europa, der nicht in Europa liegt. Das wird sich ja nächstes Jahr sogar vielleicht schon wieder ändern. Also Aserbaidschan möchte nicht Europa Grand Prix weiter sein, sondern großer Preis von Aserbaidschan heißen. Was soll denn Europa Kur kommen? Ja, ja, muss ja gar nicht. Muss ja nicht. Das ist unfassbar. Den Nürburgring, wo ist meine Aufnahme schon. Ich möchte übrigens gerade nochmal in der Aufnahme sagen, ich habe verbale Androhungen gerade von Team Ferrari bekommen. Ja, hallo, nur einer hier. Okay, Leute, Rico, zitier mal bitte, wo ich was angedroht habe. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, Eichhorn. Das ist keine, das ist eine Feststellung, das ist keine Androhung. Also nur daraus eine Androhung zu interpretieren, ist die reine Implikation von Rico. Weil ich gelacht habe. Andi. Nee, ich, das habe ich nicht gesagt. Eichhorn. Ja, natürlich hast du das Eichhorn. Wie fandet ihr denn das Rennen letzte Woche in Brasilien? Das fand ich sehr, sehr schön. Nass. 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 Andi saß in der Badewanne dabei. Ich muss sagen, ich fand es nicht so toll. Ich fand es spannend, aber halt auf eine andere Art und Weise spannend. Eben, es war halt nicht so spannend. So also immer wenn gefahren wurde, war es spannend. Ja, weil direkt einer wieder rausgeflogen ist. Naja, allgemein war es auch spannend, weil die Mercedes nicht so übermächtig waren, weil die Red Bull im Regen auch sehr, also ich fand eigentlich das, sehr stark sind. Ich fand das auch komischerweise schon immer cool, wenn die Sendung statt 2 Stunden dann irgendwann in 5 Stunden ausartet oder so. Waren ja nur 3. Ich hatte nur zwischenzeitlich Angst, dass es wirklich abbrechen und dann nur die halben Punkte vergeben werden. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, an das eine Mal, ich glaube es war Monza, die haben da bis abends haben die übertragen. Nee, Kanada. Oder Kanada, irgendwo war das. Monza, Kanada, Hauptsache Italien. Wo habt ihr geguckt? Zu Hause. Ja, auf welchen Sender? PC, TV. RTL. Ich gucke immer TV RTL und ein sehr schlechter, abgefilmter Sky-Stream auf dem PC. Von RTL. Ich hab's den ich eigentlich nur gucke, wenn Werbung bei RTL ist. Ja, Werbung haben wir auch teilweise ein bisschen übertrieben. Ja, wir sind gerade wieder da, können wir euch nochmal reingehen. Ne? Ja, echt! Werbung. Wollen wir jetzt die zweite da in diese. Schnell ja, uns gehen. Übrig. Komm, Andi, du machst das. Doch, natürlich. Ein bisschen Quatsch. Yo, Christoph. Heiko Water redet doch so gerne. Ich hab dich fast gar nicht berührt bei mir. Heiko, ich kann Andi auch nicht so viel machen. Ja, was soll er denn machen? Doch. Andi war vor dir. Und der andere heißt Chris Dinner, oder? Christmas Dinner? Oh. Ja, yeah, bisschen wie tot. Der ist ja gar nicht tot. Oh, der war schon gut. War schon lustig. Die Kurvenkombination ist auch schwierig hier, die Schikane. Diese eine vor der Altstadt. Wem guckst du zu? Ah, ist gar nicht. Ich verbremst. Bei der Altstadt an? Das scheiß Nasser wieder von mir ist. Der hat Punkte geholt. Sehr wichtig für sauber. Das war ein richtiger Wichser. Ja, der bremst jetzt ab. Netto. Boah, Junge. Was, Netto? Ja, drück mich halt an die Wand. Aggressionen. Bissel, mach keine Scheiße. Nicht mit Hass fahren. Nicht mit Hass fahren, Bissel. Hass führt zu Angst, Angst führt zu unsäglichem Leid. Irgendwie so war das. Frag ihn, oder? Ja. Da fragt ihn mal. Die Wahl. Fragst du mal Heiko Wasser, oder was? Bin ich Heiko Jesus? Water, ja. Frag Jesus, da weißt du was. Heiko Water Slogan. Was trinkt Heiko was Water? Was hat er nochmal gesagt? Wasser. Worüber wir so gelacht haben. Das ist doch toll! Von Heiko. Das ist doch toll! Hat Christian Donner gesagt. Ja. Ist das nicht voll riskant, wenn die jetzt nochmal hier und so und dann pitzen? Intermediates jetzt gehen, die Red Bulls? Wenn die das nicht gemacht hätten, wäre Verstappen Zweiter geworden.
Mann, Verstappen ist richtig geil gefahren, Junge. Ich hatte direkt auf jeden Fall ein Tröpfchen in der Hose, als er gefahren ist. Also Verstappen ist echt, ja, ohne Spaß, man hasst, Junge, und liebt ihn richtiger zugleich. Richtiger. Oh Gott, alles klar. Das war mein Frontflügel. Also, gucken wir mal Christoph zu. Nicht verkacken! Oh Gott. Platz bin ich Vierter gerade. Fünfter. Alles klar. Das hat noch ein sehr cooles hier, Kurve vor. Ich darf jetzt echt nichts mehr anfassen. Ist nicht mehr dein Lenkrad? Ich fahr jetzt rein, nicht. Nee, ich darf jetzt echt nichts mehr berühren, ansonsten ist irgendwas kaputt. Tippen wir die Ideallinie in der Altstadt einfach komplett. Ja, die Alter, selbst die Lu hat mir gerade irgendeinen Roman geschrieben. Wer? Stimmt. Weiß ich nicht. Hier liegen Teile. Es sind die von euch. Die Palme an, so ein bisschen vorbeikommen, ja, will und nicht vorbeikommen. Ja, der will auch nicht. Okay, ich dachte, du ziehst jetzt kurz nach rechts. Ich meine so, ne? Jetzt geht ja noch vor mir in die Box, Drecksäcke. Hat doch schon umgestellt. Oh, die Boxeneinfahrt hätte ich üben sollen. Ja, das ist echt ein bisschen. Moin Jungs! Alles fertig. Ja, dann fahr. Oh, meine Aufnahme ist schon wieder einmal. Was ist denn das für eine Kacke? Ignorier das Qualifying von mir einfach, ist eh nicht schuld. Fährt er hinter mir noch eine Schnelle? Ne, sieht nicht so aus. Du das vor mir? Nein, nein, ja. So, ich bin mal gespannt, ab wann ich hier bremsen muss. Fahr in die Box. Na, wenn eine Kurve kommt. Wann ich hier bremsen muss? Ne, für die Boxeneinfahrt. Danke, dass du Platz machst, Ilu, aber ich war kein Schnürer. Ich auch nicht. Jetzt esse ich Toast. Gut, Hunger. Danke. Was macht ihr drei denn da? Der isst in der Aufnahme, ist das nicht unverschämt? Ja, der trinkt auch. Stimmt, ja, das ist sogar verboten. Sagt der mit Vollmund, bevor er verboten. Ich meinte, ich würde gerne trinken Toast essen, aber leider darf ich es ja nicht, deshalb mache ich es auch nicht. Du darfst auch nichts trinken, Andi. Ja, das macht halt Brot nicht zu trocken, Andi, sonst musst du gleich was trinken. Ja, er darf ja auch nichts essen. Achso, er denkt ja nur daran. Boah, der Boxenfahrer einfach muss echt vorsichtig sein, ey. Ich mach das wie Peter. Deine einfach Elf voll rein. Volle Kanne rein. Die Boxeneinfahrt ist ganz schön kacke. Und dann Sepp danach, wo er dachte, dass er alles selber steuert, ey. Naja. Das war mega lustig. Ich weiß auch nicht. Naja, Sepp fährt auch mit rotem Frontflügel nicht rein. Und wundert sich, warum er nicht lenken kann. Ich weiß auch nicht. Denkt er. Ja. Vergesst es. Ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube, er denkt schaffen, nicht. Zwei Rennen zu fahren in einer Aufnahmesession. Nach einer ist man ja schon total kaputt. Das erklärt auch, warum die so scheiße fahren. Und die fahren auch nur mit Lenkrad. Hui, Jojo. Ja, dann ist es echt entspannt. Also, ich kann auch zwei miteinander fahren. Oh! Ja, geil. Bremst jetzt raus? Schon ab, Christoph. Ja, ich auch. Bin ich raus, aber mein Frontflügel ist im Arsch, aber ich fahr trotzdem eine Runde. Merlin ist raus. Merlin ist raus. Merlin ist raus. Merlin? Bin ich raus. Okay. Ilu, mit welchem Setup fährst du? Eins links. Eins links, ich fahr eins rechts. Ich fahr auch eins links. Ich fahr gesagt. Ich fahr Mitte. Ich fahr auch Mitte. Ich gehe hier Kompromisse ein. Ja. Okay, das mit dem Frontflügel. Mit der Mitte ist es besser. Ja, stimmt. Eins rechts hat natürlich mehr Sinn gemacht, ja. Warum? Ich finde eins links finde ich hier echt. Eins links finde ich hier auch besser, mehr Grip in der Kurve. Ja, wollte ich gerade sagen, sonst würde ich die letzte Kurve nämlich nicht durchkommen. Echt, ich kann die letzte Kurve schaut hier Vollgas fahren mit dem Setup. Nee, ist auch richtig. Ja, du. Rechts macht mehr Sinn. Weil einfach mehr Geraden sind als Kurven. Ja, aber dafür sind die Kurven richtige Monster. Ja, aber du bist in, das sind aber halt. Ja, ich, nur... wie gesagt, ich will ankommen und nicht erster werden. Mir geht's gerade genauso bei diesem Rennen hier. Ich finde die Kurven, die sind einfach zu monströs. Bei diesem Rennen hier. Ja, also wenn man überholen will, sollte man aber schon, es ist tendenziell besser nach rechts zu gehen, weil quasi nur auf der Geraden. Achso. Rechts ist immer gut. Ja, es ist nun mal rechts angeordnet, dass man schneller fährt. Weiß ich auch nicht warum. Liegt vielleicht daran, dass wir in Deutschland von links nach rechts lesen. Das Lenkrad leichter ist, jetzt so kurz durch die Kurven zu fahren. Ja. Du warst auch einfach besser. Rechts hat ja auch echt viel mit Gas zu tun. Weil wir können halt unser Gas auch ein bisschen geiler drosseln als ihr. Gase? Ja. Oh ja. Okay, alles klar. Bissel.
Ich bin nicht Secret Hitler. Nicht? Ich hab auch eine Drossel in meinem Pedal drin. Die fiebt immer. Ich bin Hitler. Was hast du? Ich bin nicht Secret Hitler, hab ich gesagt. Aber ich bin Hitler. Ach so, das darf ich nicht. Ach so, du bist mein Fahrschulkollege, stimmt, ja. Mhm. Mir auch die Zuschauer, die das eventuell nicht einordnen können, es geht um ein Gesellschaftsspiel. Also jetzt nicht denken. Kann dir das nicht einordnen? Irgendwas. Man kennt das doch bestimmt. Ja, ohne Spaß. Vor allem Leute, die auf deinem Kanal gucken. Und ja, da gibt's vielleicht Leute. Ich weiß nicht, ob Gift von LP auch Secret Hitler guckt. Deshalb Gift von LP. Welcher Fuckbot ist denn da vor mir? Secret Hitler ist ein Kartenspiel. Secret Hitler. Genau so. Ja, ganz schön sekret. Und Ilo weigert sich, den Tabletop Simulator sich zu holen. Das stimmt. Wenn Ilo jetzt eine aufnimmt, oh Gott, Jerry, bitte verpiss dich da. Schreibt ihm doch mal in die Kommentare, dass er sich Secret Hitler kaufen soll. Aber. Nee, nicht oder Secret Hitler, Post. Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, ja. Oh Mann, Gutierrez ist so eine Flachpimpe, ey. Flachpimpe? Flachpimpe? Eine Flachpimpe, warum leuchtet denn die Deutschlandflagge unter der Startzielampel? Deutschland wird angegriffen. Achso, alles klar. Live-Berichterstattung. Schöne Runde, Bissel, ne? Die Flagge. Was? Schöne Runde, Bissel. Danke. Ich hab dir zugeguckt. Schöne Runde, Bissel. Oh, nö. Hariando. Hariando, Hariando. Ariando, Ariando, Ariando! Alter, nicht so laut, Alter! Ohne Spaß, du steuerst halt so mega krass, ne? Das war eine Rache für Rikos Aktion. Nee, der muss mal die Normalisierung wieder anschalten. Aber dann wird er wieder so leise. Also, wir müssen es ja nicht übertreiben. Mach einfach der Button stehen und fährt dann nichts rechts. Den musst du echt ein bisschen Abstand halten bei dem Boot. Fernando, Fernando! Hopp. Blöd. Mein Tank ist fast leer. Das war blöd. Ach, das war blöd, ach ja. Nee. Ach ja, nee. Ach ja, nee. Was heißt eigentlich bei den Temperaturen T und A? Also Temperature und Asphalt. T ist toll. Ich. Aber ich glaube nicht, dass Asphalt 26 Grad ist. Und A ist, ach du Kacke. Doch, das kann ja gut sein. Doch, klar. 26. Ich dachte gerade, schmelzt denn deine Reifen fast dahin, ey. Was? Was? Hä? Was? Meine Reifen haben 95 Grad, was willst du? Aber dann haben die ja noch mehr. Oh. Ja, du musst das ja rechnen, durch die Reibung, die da drin steht. Reibung kann ein bisschen sehr gut erklären, wahrscheinlich. Ich mag Reibung. Aber ich weiß noch, Michael Jackson. Oh? Michael Jackson und Reibung. Ja. Ich hab so gelacht. Dann später hast du es vergessen, jetzt ich Reibung Nummer gebracht. Ja, stimmt. Wer ist denn auf dagegen geraten? Das war einfach nicht lustig, deswegen habe ich mich nicht dran erinnert. Reibung war bei Michael Jackson auch nicht lustig. Doch, das war lustig. Das war null lustig. Aus meiner Sicht war es lustig. Danke. Ich kann noch einen anderen Humor haben als du. Ja, aber man kann ja trotzdem sagen, welcher Humor besser ist. Was ist die besten Zweiter? Ja, ich fand's halt witzig. Das ist doch Rico. Ja, soll ich dich vorbeilassen? Bitte, ja. Bist du? Dankeschön. Christoph Popolus. Ilu, hast du die Runde abgebrochen oder wie? Ja, schade, von Spoiler. Oh, das ist schade. Schade. Die Kurve hier, die meine ich, die kann ich schneller nehmen, als das Spiel mir das sagt. Oh, fuck. Geil. Ja, hier ist auch schwierig. Das ja, ich hab mich gedreht. Mann, ich hatte in den Liedern eine Zeit. Andi, jetzt erzähl doch mal. Nicht mehr. Wie trocken ist dein Brot? Naja, trockenes Toastbrot mit, ja, Toastbrot. Marmelade. Nee, dann wär's ja ein bisschen feucht. Ja, was hast du denn jetzt drauf? Dankeschön. Fleischwurst. Boah, geil. Hoffentlich Butter drunter. Nee, bin ich zu faul für. Butter. Ich bin eigentlich auch ein Buttermensch, aber... Ich bin absolut kein Buttermensch. Aber mir geht nichts ohne Butter. Aber der Praxis halber bin ich zu faul geworden. Ich bin mittlerweile auch zu faul geworden, das Toastbrot zu toasten. Nutella-Butter. Ja, 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 lecker. Ja, das ich auch, eigentlich Alter, auch. Richtig ekelhaft. Schöne, fettige Butter. Richtig ekelhaft. Alter, mega geil. Zu dem Fett nochmal Fett dazu, ey. Ja.
Wahrscheinlich würde Business sogar die Margarine auf seinem Brot mit Butter essen. Alter, Margarine ist mal ekelhaft. Oh, Basti, moin. Fettleibigkeit, ey. Moin. Was machst du denn da? Ein bisschen mit Nassau gekuschelt. Oh, gut, ich bin auch ein bisschen dran vorbeigefahren. Nee, der vorbei. Depp da vorne geht nicht aus dem Weg. Karma, Witz. Ja. Komm, Jungs, bald euch schnell wieder raus. Muss doch noch einen Reifensatz? In die zweite Runde kommen. Was? Bist du in der Box gerade? Christoph, ja. Was? Oh, könnte eng werden, ne? Magnussen, bitte! Ja, ich muss ja wenigstens in die zweite Runde kommen, bevor die Zeit abgelaufen ist, weil dann wird die Runde ja noch gewertet. Nehme Rücksicht. Oh, Vierter ist für mich reichend. Solange ich Basti abschießen kann, ist alles gut. Fick dich! Du stehst hinter mir. Ja, und? Ja, auch in der Ilu. Ach, Scheiße! Ach so, so meintest du das, ja. Hier hinter ja, komm, beeilt euch. Ich hab grad eine lila Zeit. Gut, dann schieße ich halt Christoph. Das wirst du nicht mehr schaffen, Christoph, glaube ich. Hast du eine Minute? 47 hast du noch. Er ist doch schon raus, oder nicht? Er ist schon raus. Jetzt ist er raus. Eine ja, könnte er schaffen. Wenn ich mich beeile, schaffe ich's. Aber... Das sieht immer Gas, ich hab da so ein... Hau-Button hinter mir. Hau-Button? Hau-Button. Hau den Button. Nein, Button überholt mir jetzt nicht. Moment, nein. Push the Button. Push the fucking Button. Ja, das wird eine schlechte Runde. Okay. Wenn ich hier keinen überholen muss, ist alles easy, ey. Rico, bist du auf einer schnellen Runde? Ja. Okay, so, muss aber Gas geben, wa? Echt? Oh, scheiß die Wand an, ja. Die arme Wand. Die ist ja ganz schön braun gewesen, ey. Die ist aber echt dann ganz schön angeschnitten. Ich hätte eine gute. Christoph, ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ich schaff das. 10 Sekunden? Du brauchst knapp 10 Sekunden die gerade runter, also ein bisschen mehr. Ich hätte so eine geile Runde. Darfst du nicht. Gehabt, also ich schaff das auch nicht mehr, oder? Nee. Schade, Christoph. Doch, Andi hat's doch geschafft, oder? Ja, das echt? War quasi die letzte Sekunde. Bist du in der Runde? Ah, oh, wie ärgerlich. Warte jetzt hier auf Andi. Andi! Nee, nicht stehen bleiben, komm jetzt. Bevor du noch eine Strafe bekommst. Ja, alles gut. So wie ich. Was? Ja, oder so wie Basti mal. Ja, wegen Bissel. Oh, ja, aber der Depp vor mir. Ja, du hast mich blockiert, Basti. Also. Ja. Ja. Ich hab Gas gegeben, du nicht. Ja, ich hab gesagt, das hämische Lachen bezeugt ist. Ja. Basti ist einfach so eine Blocking-Schlampe. Ja, echt mal. In die Box reinfahren. Richtig unfair fährt. Was, eine Ostblock-Schlampe? Ja. Das bist doch du, Ilu. Okay. Genau so. Okay. Oh, Andi, das war knapp. Nur Andi fährt, ne? Mhm. Ja. Das war sehr knapp. Zeig uns, was dein roter Stier kann. Ach ne, das ist ja ein Pferd. Oh, Alter. Das Pferd ist aber schwarz. Der Stier bin ich. Das Auto ist aber rot. Aber das Pferd ist eine rote Stute. Glaubst du, das ist eine Stute? Du meinst den Cavallino Rampante? Pff, ja, auch wieder. Der die wieder heißt. Ja, den auch. Rampante, lass dein Haar herunter. Rampante, lass dein Warum verliere ich denn jetzt gerade auf der Geraden mega viel Zeit? Ah, jetzt, keine Ahnung warum. Naja, die Runde wird langsamer. Und da ist es. Basti, Christoph, Ilu, Bissel, ich, Mollen. Andi. Andi, ja. Alle hintereinander.
Alle hintereinander. Das kann ja was werden, ey. Nicht letzter. Schön. Dann würde ich sagen, war's das fürs Qualifying und wir sehen uns morgen zum Rennen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schlaft schön. Ciao.